Aber ich konnte nicht. So, nochmal. Ich heiße Antoni, bin 10 Jahre alt und bin seit einer Woche krank, was mich echt nervt. Ich bin zu Hause, wo man nichts tun kann. Ich kann euch das auch einmal zeigen. Hier. Oh Gott, warte. So. So, da. Ich habe den. Ich habe das hier, also eine Xbox. Ich habe auch ein paar Spiele drauf. Das ist zum Beispiel Fortnite. Ich habe noch einen wunderschönen Vogel, der Kanarienvogel. Hier, guck mal. Oh Gott, der bleibt gar nicht still. Hier, da ist er. Ein sehr wirklich wunderschöner Vogel, muss ich sagen. Aber es ist wirklich nervig. Ich habe wirklich doll Fieber. Was habe ich noch? Fieber, Kopfschmerzen. Ich kipp manchmal um. Weiß ich nicht. Ich meine, ich habe noch ein Tablet, darauf mache ich gerade ein Video. Und ja. Also, ich kann euch mal meine Wohnung zeigen. Also, übrigens, das ist das Wohnzimmer. Dann ist das das Ki Kinderzimmer. Das ist der Flur. Und ja, also ich meine, ich bin zufrieden. Ich meine, ich habe ja auch noch ein Extrazimmer. Mein Vater arbeitet drin. Eigentlich war es für meine große Schwester. Die ist ja ausgezogen. Also es ist jetzt für meine kleine, also meine mittlere große Schwester. Aber die ist in der Schule. Dann zeige ich euch das Bad. Das Bad ist auch sehr schön. Ja. Und also man hat alles drin, Badewanne, Waschbecken, Toilette, außer halt stinklos. Das ist unsere Küche. Kann man die gut erkennen, warte. So. Ist eine sehr hübsche Küche. Ja, nochmal mit 5 Stühlen, wieder ein Computer. Mein Vater ist hier gut drin. So. Dann Kinderzimmer. War mir gestern langweilig. Meine Schwester war da. Und die erlaubt mir nicht so lange ans Tablet zu gehen. Dann habe ich halt das da. Oh Mann. Das da gebaut. So, dann ja. So. Gott, man muss hier erstmal drehen. So, ich habe hier noch meinen wunderschönen Schreibtisch von meiner mittleren Schwester. Die ist noch nicht umgezogen in ihr anderes Zimmer. Hier ist mein Bett. Ich kann mich immer entscheiden, wo ich schlafe. Hier ist von meiner. Hier ist von meiner. Oh Gott. Hier ist von meiner Schwester das Bett. Ja, hier ist noch mal ein wunderschönes Bücherregal. So. Und zwar habe ich euch ja schon gezeigt. Und dann kommt eben noch so ein Zimmer. Das ist von meiner Mutter und meinem Vater. Schlafzimmer. Ja, auf den ersten Anblick seht ihr Computer, Schreibtisch für meine Mama. Ein Bett, wo sie beide drin schlafen. Und ein riesiges, ja, Bücherregal. Okay,
Das war, sollte erstmal das für mein erstes Video gewesen sein. Ja, es ist ziemlich langweilig geworden. Habt ihr auch recht, da könnt ihr auch, weiß ich nicht. Ich würde mich aber trotzdem schön auf ein wunderschönes Like und ein Abo freuen. Okay, danke, dann tschüss.